Momentan sagen 74%, dass nichts wird. Das sind über 1 Million Kanalpunkte jetzt schon drin. Die Saalwette allerdings. Oh, hier sind ganz schön viele Knackis mittlerweile am Arbeiten, ne? Das läuft ja. So, Kopfinger, danke für die Dreier-Stream-Serie. Vielen lieben Dank. So. Läuft das jetzt? Ja, ne? Ja, mittlerweile haben wir auch ein bisschen Rückstau sogar. Schön, ja, gut, weil die oben hier vollgelaufen sind. Dann geht das ein bisschen, dann haben wir da endlich mal ein bisschen auf Vorrat. Und die sind alle jetzt so mehr oder weniger unterwegs. Dann kommen hier auch die Busse schneller an. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Das heißt, hier fehlt nur noch Kies. Hier unten kommen die Busse auch an. Die werden natürlich jetzt auch zum Teil hier oben liefern, wobei das ist voll. Das geht in die Zementgeschichte. Das, okay, jetzt wird die Zementgeschichte auch hier mal ein bisschen mehr befeuert. Schön, schön, schön. Nur 26% glauben an den Zwerg. Ja, du, wir haben auch schon wilde Sachen gemacht, ja, wo die Quote richtig, richtig mies steht. Die Knackis in der Mine versuchen sich in den Westen durchzubuddeln. Die Kohle ist nur ein Abfallprodukt. Ja, aber die haben, das Ding ist, die Grenze liegt halt da hinten irgendwo, ja. So weit können die gar nicht buddeln. Das klappt gar nicht. So habe ich das noch nie gesehen. Ah. Schön. Es ist immer so entspannt, dir zuzugucken. Ey, das ist so lieb. Das ist so lieb. Ja, wir machen uns keinen Stress, ne? Das ist auch für mich Feierabend heute. Nom, nom, nom. Ja, jetzt haben wir langsam läuft das System hier ein bisschen an. Ja, jetzt kommen hier schon ein paar, die wieder tanken wollen, aber das ist okay. Solange der Bus durchkommt, ist alles fein. Der aber niemanden bringt. Ich fürchte, diese Busgeschichte ist hier ein bisschen unter Druck geraten. Hm. Okay, es gehen viele Leute in die Nahrung runter. Die aber eh voll ist, die können gar nicht exportieren. Wie schaut es hier oben aus? Es fehlt hier auch an Stahl, ne? Also wir haben einen massiven Stahlmangel. Das heißt, wir müssen unser System erstmal ein bisschen in den Griff bekommen. Habe ich einen Distri noch offen? 19, er hier. Holt ihr nicht auch irgendwo Stahl? Hier B-Laden, ne? Ja, er holt hier auch Stahl. Und in der Verschrottung auch. Und er bringt doch irgendwo Stahl hin. Hier, das ist Stahl. 50% lädt er hier ein, aber das ist eh schon mehr als das. Kunststoffe braucht er eigentlich nicht einladen beim Zollhaus. Er macht hier auch 50% rein. Hier Platte, das ist okay. Was ist hier? Holz, ja.
Batterieladen und der LKW-Laderampe. Da holt er die Platte ab. Da holt er Ziegel ab. Das ist alles fein soweit. Hier holt er auch noch was ab. Wenn über 50% da drinnen sind, bringt er das dahin. Wir machen da mal eine kleine Umschichterei. Wir machen da eine kleine Umschichterei. Der soll das ruhig mal leer machen. Dafür wir brauchen den Stahl hier drinnen und zwar viele, viele Mengen. Der Stahlzug, der steht wahrscheinlich hier rum, ja, genau. Der parkt im Verteilzentrum, weil wir so viel nie auf Lager haben. Schau, wie schön, 70 Tonnen einfach mal instant verfügbar. Und das finden andere auch interessant hier. Da kommen da noch mehr. Wir haben ja unglaubliche Mengen hier gelagert gehabt. Durch die ganze Verschrottungsaktion. Abnutzung bitte. Warte mal, aus Japan? Eher nicht. Schweden, da hier, eh hier. Haben wir einen neuen Tanklaster? Nee, ne? Nee, der ist schon gut so. Also von all diesen Fahrzeugen, ne? Gefällt mir der immer noch am besten. Haben die wieder was zu tun. Und dann wird hier wieder ein bisschen vorproduziert. Sehr gut. So. Dir zu zuschauen und nebenbei DSP zocken, das ist entspannt. Ey, jetzt sagen wir DSP, mega Game. Mega Game. Und das Schöne ist, das kannst du halt auch mal laufen lassen. Einfach mal 5 Minuten, 10 Minuten, eine halbe Stunde. Ja, und das einfach mal so ein bisschen deinen Kreislauf da eingrooven. Und das ist auch fein. Und du währenddessen schön entspannt Stream gucken, das ist richtig gut. So, hier oben sind wir auch gleich fertig, ne? Ja, ist nicht mehr viel. Oh, da kommt schon 50 Tonnen Stahl mal auf die Easy an. Ja, da ist es auch schnell gebaut, das Ding. Dann können wir auf Druck auch verarbeiten. So, die haben beide so um die 55 Richtung 60% geht's da. Oder sind auch deutlich weniger Anforderungen jetzt da drin. Das Ding ist, es wird natürlich hier oben noch richtig... Also es ist natürlich noch eine richtig große Geschichte, die hier läuft. Aber solange wir hier schön den Kies produzieren und da immer schön Produktion haben, geht alles so weit voran. Bisschen Zement ist da auf Halde, das passt schon. So. Ja, hier unten läuft das alles auch butterweich. Wie gesagt, die Seitenärmel werden natürlich priorisiert bearbeitet. Wie schaut es jetzt hier unten mit dem Stahl aus? 61 Tonnen, das war gar nicht so schlecht. Werden die direkt bezogen? Nein. Nein, nein, nein. Also, ja und nein. Ich würde am liebsten sofort beziehen, aber dann haben wir ein bisschen ein Problem. Da müssen wir noch ein bisschen vorarbeiten vorher.
So. Schauen wir mal. 10.000 Arbeitstage noch auf dem Turm. Auf dem sind es 9,8. Da können auch ordentlich Arbeitskräfte rein, ne? Schau dir das mal an. Das war gar nicht wenig, du. Geht erstaunlich gut, ne? Okay, wir müssen halt schauen, dass unsere Produktionen jetzt auf nahe Zukunft ein bisschen verstärkt werden, dass da... Aber wobei, das schaut jetzt schon auch sehr gut aus, ne? Jetzt haben wir 500 Tonnen Kohle einfach mal pauschal gehalten. Und die Produktion sieht auch gut aus. Ich hoffe, wir kriegen hier ein bisschen was auf Halde ran. Hier sind wir voll... Alter. Nicht dein Ernst, oder? What? Was macht denn der Verteiler? Geben wir dem mal ein bisschen mehr Gas, ha? Gib mal, fahrt mal alle zu. 50% will ich da haben. Der auf 90 passt. Und der soll ja runtergearbeitet werden. Das passt schon. Okay. ...712 Tonnen Alkohol. Okay. Verteiler kosten... Los ist das aber nicht mehr, oder? Sehe ich das richtig? Nein, das ist nicht mehr kostenlos. So, Verteiler Alk und Chemie ist hier am Start. Der hat auch noch ein bisschen Kapazitäten. Dann lass uns das doch mal nutzen, diese Kapazitäten. So, hier soll der mal entladen auf... sanfte 90% bitte. Das ist gut. So. Das ist auch die einzige Kneipe, die hier steht, oder? Die Alkohol bräuchte. Ich glaube, wir haben sonst nichts weiter. Ja. Gut. Gut, dann haben wir die Alchemieverteiler ist geklärt. Dann brauchen wir den Bützen-Nahrungsverteiler. Der ist aber voll. Das wissen wir schon, dass der voll ist. Dafür haben wir ja einen neuen gebaut gehabt hier hinten, ne? Ja, er hier. So, dann müssen wir ihm jetzt mal anfangen, Aufträge zu geben, damit er schon mal loslegen kann. Also hier B-Laden. Und wir sagen, hier sollen mindestens mal 10% drinnen sein, damit er nicht leer fährt. Ja? Das ist ein Lebensmittel. Dann sagen wir ihm... Kleidung. Hier, B-Laden, Klamotte. Im Übrigen brauchen wir hier Fahrzeuge. In der Regel eigentlich nur abgedeckte Ladefläche. So, und dem geben wir dann... Machen wir, warte mal, was haben wir hier noch? Der fährt 100. Ja, so wirklich geil sind die alle nicht, ne? Also... Der hat noch unbeschädigt. Ja, nee, pass auf, wir machen das so. Also ein, zwei Fahrzeuge werden wir ja schon übrig haben da. Das passt mir schon. So, also wir haben das Bützhetten-Lagerhaus. LKW-Laderampe 2 ist Klamotte. Und dann brauchen wir noch Fleisch von der Grenze. In Nacho. Weil wir noch keine eigene Fleischproduktion haben. Dann haben wir die Grundnahrungsmittel erstmal erfüllt. Da müsste natürlich ja auch noch Elektronik rein. Das ist uns allen klar, ne? So, und dann geht's los. Also, dann muss rein. Hier müssen wir entladen. Auf 90 immer. Hier müssen wir entladen. Ja. Dann ist das gleiche hier. Und hier oben hat man doch auch noch irgendwo was, ha? Hier.
Jetzt habe ich irgendwas gelöscht, ne? Gut. Die sind alle eingestellt. Das wird natürlich eine harte Nuss werden. Wir werden jetzt auch Lebensmittel eine Zeit lang schmerzlich wahrscheinlich vermissen. Aber dafür haben wir ja den enormen Speichervorrat. Aber damit werden alle unsere Bedürfnisse unten in Bözetten schon mal gestillt sein, dass wenn die ersten Arbeitskräfte da kommen, dann wird's wild. Geht das ohne Kühltransporter? Du hast recht. Das ist natürlich eine blöde Geschichte. Dann werden wir dem Stoff Alkverkauf nochmal 2-3 Fahrzeuge rüberschieben. Machen wir mal 8 Fahrzeuge weniger hier rein. Ja. Ach stimmt, die Kühltransporter, an die habe ich nicht gedacht. Das beim ersten. Oh, da haben wir natürlich auch ein Problem. Ja, stimmt, du hast recht. Das Lagerhaus haben wir ausgewählt. Du hast recht, wir haben ja da die Lagerrampe. Und hier wird ja Essen geholt. Das hier ist die Klamotte. Am Zollhaus wird dann Fleisch eigentlich geholt. Das können wir nur nicht auswählen hier. Das ist Essen, Klamotte, theoretisch Fleisch. Und da hinten fehlt uns jetzt eine Tankstelle, oder was? Oh, das ist unangenehm. So, die müssten jetzt rausfahren tatsächlich. Und die. Aber ich frage mich, warum das mit der Tanke hier so ein dickes Problem ist. Wir haben doch hier eine. Ist das so weit weg? Scheinbar. Was machst du mit dem meisten Profit? Nix. Patente kaufen wahrscheinlich demnächst wieder. Wir haben eine Patentlösung für all das, weil wir brauchen Züge und so weiter, sind sackteuer. Im Übrigen, da wird schon wieder die nächste Tunnelbohrmaschine, ist dann hier schon wieder fertig. Die können wir dann verscherbeln für sanfte 13 Millionen. Ja. Ja, ja, ja. Aber das machen wir noch nicht. Das ist unser Notgroschen. Die Tunnelbohrmaschinen, die geben wir raus, wenn gar nichts mehr geht. Schaut's hier aus. 200 Tonnen verfügbar. Das ist sehr gut. So, hier kommen dann die ersten Jawollingen. Ja, da wird schon geliefert hier gut. Schön. Muss ein bisschen Kies rauf. Kies ist Mangel. Kies ist ein bisschen Mangel. Schauen wir mal. Ja, 20% haben wir wenigstens mal rückgespeichert. Ja, hier ist auch wild, ne?
Na, so viel kommt hier gerade gar nicht. Wie schaut's da unten aus? Also. Wir finden gerade mal sanfte 22 Tonnen Beton. Und dann sind die mit dem Abschnitt fertig. Und der Abschnitt ist schon fertig. Hier wird schon tatsächlich in Stahl geholt wieder. 200 Tonnen müssen wieder raus. Uiuiui. 200 Tonnen ist ungefähr das, was wir gerade gelagert haben für den einen Turm. Da ist der andere aber noch gar nicht gebaut. Schwierig. Oh, das geht ja hier sauschnell. Schön. So. Das war gut. Das war sehr gut. So. Okay, der hinten ist auch fertig. Den müssen wir mal abdrehen gerade. Dass die Leute nicht fälschlicherweise da reingehen. Weil der noch keinen Anschluss, keinen Zubringeranschluss hat. Jetzt müssen wir mal schauen, wie viel ist gelagert. Gar nichts, ne? Die haben einen riesen Druck hier drauf. So. Ja, ich warte da jetzt mal ganz kurz ein bisschen ab, bis der große Druck der beiden Türme weg ist. Weil die werden natürlich hier hart geschröpft gerade, ne? Also sind wir ehrlich, das ist unangenehm, was da weggeht. Ja, die sind Mod. Die großen Türme, die Bütz Tower sind Mod. Passen so 2700 Leute rein. Warte kurz, wir haben ja hier einen. 2714 Leute passen da rein. Das ist natürlich eine Herausforderung für jeden, der plant. Weil, das Ding ist, die sind ja einfach 2700 Leute mit einem Gebäude zu versorgen. Setzt den Druck, den du hast, für die Infrastruktur an dieser einen Stelle enorm hoch. Normalerweise verteilt sich das schon. Ein bisschen mehr, ne? Aber weil du die Fläche der Stadt einfach ausnutzt. Und hier hast du alles sehr, sehr punktuell. Das sorgt für manche andere Probleme. Aber ich hoffe, dass unser kleiner Wasserspeicher mit 5000 Kubikmetern hier eine gewisse Kapazität bildet. Schauen wir mal. We will see. Ja. Gut, hier unten ist das Fundament schon ziemlich gut gemacht. Ja, das ist eigentlich solide. Ja, der Bütz Tower hat auch schon 54%. Also, ne, wir werden jetzt von rechts nach links weiterarbeiten. Das heißt, die kommen dann als nächstes, wenn die ersten beiden fertig sind. Aber da sind ja noch 5000 Arbeitstage drin, ne? Und 200 Tonnen Stahl müssen auch noch rein. Und, da dürfen wir eine Sache nicht vergessen. Ah, hier läuft die Reparatur wieder endlich. Oh, sehr angenehm, dass da wieder ein bisschen Stahl geliefert wurde. Das ist natürlich göttlichst. Warte mal kurz. Zeigen wir mal. Ah, 26 Tonnen hier. Ist schwierig. Boah, das wäre geil, Nitram, ne? So eine eingebaute Verkaufsetage für Lebensmittel und Klamotten und so. Wäre schon irgendwie cool. Oder vielleicht eine Bar oder sowas. Ich fände auch geil, wenn du so einen Bütz Tower anklicken könntest und sagen könntest, Etage 32, Wohnungen. Etage 31, Kneipe. Etage, so weißt du, wenn du das auswählen könntest, etagenweise, und sagen könntest, bitte opfer mir 2 Etagen Wohnungen für XY, ja. Opfer mir im Erdgeschoss, was weiß ich, Platz für hier eine Tiefgarage. Oder. Wenn du das modular bauen könntest, das wäre so geil. Das würde ich so feiern. Wie weit ist die Zugstrecke in den Westen? Ja, so ungefähr 50%. Circa. Vielleicht mittlerweile 55%. Aber maximal. Wir unsere Züge liefern, aber es wird halt nicht schnell gebaut. Und das muss es auch gar nicht. Die Zugverbindung in den Westen
wäre nur der erste Anfang, um Touristen nach Bütze zu holen von der Westgrenze. Westgrenzentouristen würden uns halt Dolaris bringen. Die wären für manch ein Fahrzeug vielleicht interessant. Ich weiß gar nicht, wie viele stehen hier. 9. Ja, gut. Die einzige Geschichte, die halt hier richtig verrückt abgeht. Lass mal gucken, was ist denn hier richtig hart wertvoll? Elektronische Bauteile zahlen die 20.000 US-Dollar die Tonne, ne? Was zahlen die denn an der Ostgrenze dafür? 186.000 die Tonne. Okay. Okay, für Elektronik 54.000. 475. Alter, das kannst du doch keinem erzählen. Deswegen waren wir vorhin so krass pleite, weil wir Elektronik eingekauft haben, weil alle Elektronik wollten. Eieiei. Wie schaut es hier aus? Ja, mittlerweile hat sich auch der Kies etwas entspannt. Hier ist noch irgendwas am Abreißen gewesen und irgendwie halb fertig, halb nicht fertig. Das ist eine Mittelspannungsleitung. So, Bau aussetzen. Dann müssten die jetzt hier zugewiesene Büros finden. Ja, sehr gut, dann können die das abreißen, weil das macht mich ja wahnsinnig. So. Das kriegen die tatsächlich sehr erstaunlich gut hin. Und hier geht halt alles durch, ne? Die gesamte Produktion geht runter in die Stahlgeschichte, ins Stahlwerk und wird hier umgewandelt in besten zwergonischen Stahl. Okay, was haben wir hier gerade? Hier wird auch. Hier fehlt es an Stahl gerade tatsächlich. Ansonsten könnten die Reparaturen durchführen. Hier haben wir 76 Tonnen Kleidung vorrätig. Und ja, Stoff ist wenig da, wenig vorhanden. Wird aber aufgefüllt, sehr gut. Es gehen hier aber auch nur 19 Tonnen rein. Ne? Das ist natürlich wenig. Da muss ständig mindestens ein LKW fahren. Gut, der Weg ist nicht weit und das Lager hier oben hat extrem viel davon. Wir könnten das theoretisch noch maximal hochskalieren. Naja, okay. So, hier geben wir auch mal ein bisschen mehr Feuer rein, damit das mit der Versorgung auch ein bisschen besser hinhaut. So, und dann brauchen wir hier nochmal ein paar Kühlkörpers. So, Kühlung. Gesamtkapazität. Das muss vielleicht keine 9 Tonnen, wobei 9 Tonnen auch schick wären. Ja, nun. Machen wir das doch so. Gut, die müssen natürlich dann alle erstmal tanken fahren. Das wird auch eine Aufgabe. Ja. Den Burger Löwen haut einen Hype raus. Das ist richtig so. Das ist immer richtig. So. Gut. Was fehlt denn hier eigentlich? Das ist ja witzlos. Das ist ja wirklich wenig. Das kriegen wir hin. Gut, dann nochmal kurzer Stahlcheck. Das passt auch. Wie schaut es dann mit dem unteren Turm aus? Er ist fertig. Der erste Turm ist fertig. Hat noch keine Heizkraft drinnen. Denn wir müssen eine Sache hierbei wahnsinnig bedenken, ne? Also eine Sache ist hier unten tatsächlich elementar wichtig. Das Geothermiekraftwerk benötigt erstmal Arbeiter, die hier den Betrieb aufnehmen, weil wir keine zentrale Geothermie von oben haben, richtig?